So, ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Spiel, und zwar Bridge Constructor The Walking Dead. Ich bin mal gespannt und wir gucken uns das Ganze mal eine Viertelstunde lang an und dann sage ich euch, was ich davon halte, beziehungsweise währenddessen wahrscheinlich. Ich habe bis dato keinen Bridge Constructor sonst gespielt, außer der damals kostenlos war von Nvidia, und das auch nicht lange. Ne? Also nur so viel zu meiner. Wie soll man sagen? Also, so viel weiß ich darüber. Oh nein, jetzt ist das Video weg. Ja, jetzt müssen wir die Mission starten. Es tut mir leid, das Wichtigste habe ich. Filmsequenz. The world came to an end, and we didn't even realize it. People got sick and died. Then started coming back. The pundits on cable news said it was all a hoax. A month later, they were dead too. Some refused to accept what was happening, insisted it was just fear-mongering. Then the first cities fell. Then the rest fell apart, fast. The earth grew quiet. Humanity was now an endangered species. Those few of us who survived were terrified and lost, scavenging the remains of a world that had all but disappeared overnight. Ja, das ist Kapitel 1. Unter der Brücke 1. Ja, die Videosequenz wollte ich euch gerade nochmal schnell zeigen, weil die habe ich leider Gottes eben vernichtet. Also, es hat geruckelt in der ersten Aufnahme, das war natürlich nicht so cool, ist mir nicht aufgefallen. Jetzt ruckelt es nicht mehr, weil ich Vollbild umgestellt habe. Ja, so einfach kann es manchmal sein. Gut, wir starten mal. Also, ich habe bis dato gehört, oh ja, es war ein ganz normaler Endzeittag, kein Fernsehen, kein Internet, ach was. Und kein Essen, okay. Straße können wir vergessen, okay. Ja, das müssen wir mal gucken. Der Enddarm-Spezialist. Gefährliche Situation bedarf dringend einer Unterstützung. Ach was. Bleib, wo du bist. Was zum Kuckuck fällt dir ein? Den kenne ich doch aus der Serie. Unterhaltung beginnen können. Sorry, die lebenden Toten sind mit den Fersen. Okay. Gut. Los rein in den Graben. Ich baue uns einen Unterschlupf. Alles klar. Mucksmäuschenstill zu sein. Okay. Level 1. Ja, ich würde sehr gerne starten. Grade A. Hehehe. Baue eine kleine Brücke, um die Hanna und Beißer über den Graben und somit weg von der Gruppe zu führen. Okay. Bevor du beginnst, entferne die bestehenden Holzbauteile. Okay. Rechtsklick. Also nicht Linksklick. Klicke mit auf einen orangen Baupunkt. Und lass die Taste los und bewege den Cursor mit der Maus. Okay. Müssen wir hier einen Punkt machen. Und so. Fertig. Um das Element zu platzieren, Rechtsklick bricht den Bau ab. Hier noch eine Stütze runter, fertig. Benutze einen einfachen Klick, um Umwandeln eines gebauten Elementes. Und was genau?
Ich verstehe es nicht. Gut, aber der Bauteil ist ein Gerüststreben. Wir brauchen etwas, auf dem man gehen kann. Wann er die Holzer. Ach so. Okay. Jo, probieren wir es aus. Also ich habe bis dato gehört, alle Spiele von Walking Dead sind wirklich gut. Okay, das ist einfach nur eine andere Optik. Beenden? Einfach auf Beenden klicken? Oder beendet ihr automatisch? Nö. Ebenso dumm wie tot. Ich bin übrigens Kyra, ach was. Mission beendet. Weiter geht's. Unsere kleine Familie hätte Zuwachs bekommen. Es wurde geselliger, aber mussten auch mehr Essen auftreiben. Jo, das stimmt. Gucken wir nochmal. Abendessen. Klingt gut. Ja, ja, ja. Das kriegen wir hin. Dachten wir doch mal. Ich finde, du sollst eine Rampe bauen auf die große Karre und dann die Weiße niederwalzen kann, soll, wie auch immer. Für die Rampe sind schon vorhanden, aber nicht in der richtigen Position. Okay. Also hier einfach runterziehen? Gut. Ja. Selbsttragende Konstruktion aus drei Ecken. Okay. Also einfach hier hochziehen. Zack. 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 Und einmal nach oben. Ne? Muss man nicht hier erstmal noch Planken? Ach, das sind wahrscheinlich Planken, ne? Deswegen ist es anders gefärbt. Probieren wir es mal aus. Hier unten soll ich nichts machen? Jo, jetzt wollen wir Taschen. Okay. Ja, seht schon. Also, verkehrt ist es nicht. Es ist halt noch das Tutorial, das muss man ganz klar sagen, ne? Aber ich find's spitze. Ist leider Gottes so. Wir hatten also wieder Vorräte, aber die Toten kamen immer näher. Wir konnten nur hoffen, dass unser Freund noch ein paar listige Lösungen parat hatte. Überlegenheit durch Technik. Jo, das Ding fallen lassen, ne? Ja, dann Plane werfen und dann. Okay. Starten wir mal. Was müssen wir jetzt machen? Taktisches Level. Okay. In diesem Fall willst du Miles anweisen, zum Steuerpult zu gehen. Das ist richtig. Okay. Erst hierhin. Von da aus. Wird an zwei Wegpunkten vorbeikommen. Das erste ist momentan ausgewählt. Du kannst für jeden Helden, für jeden Wegpunkt 5 Aktionen festlegen. Okay. Bewegungspunkt für S-Aktionen. Die obere Reihe zeigt alle verfügbaren Aktionen. Okay.
die sich neben einem Steuerpult befinden. Okay. Also du willst das aktivieren. Muss man bestimmen, was Miles tun soll, nachdem er den Container ausgegangen hat. Laufen. Genau. Wir können leer bleiben. Okay. Nächster Wegpunkt. Hat jeder wegen gesagt, ja, ach was. So Richtung ist da nach rechts. Okay. Denke daran, dass für jedes Mal, wenn ein Held zu einem Wegpunkt kommt, eine Anweisung geben muss. Wann kann vorhanden ist, pausiert die Simulation und fordert dich auf, eine Anweisung festzulegen. Okay. Jetzt wechselt zurück in den Baumodus. Dann müssen wir hier einen Weg rüber bauen. Ich weiß nicht, irgendwie ist die Steuerung nicht gerade sehr geil. Ja. Ja. Zack. 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 Nach unten. Geht natürlich nicht. Das können wir machen. Weiß nicht, ob das zu viel ist. Das sehen wir. Aber so sieht es gut aus. Dann haben wir hier noch. Einmal schön hier runter. Hier noch. Achso, geht nicht. Zack. 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 Fertig. So. So würde ich das jetzt machen. Ausprobieren. Okay, das war dumm. Pause. Zurück. Pause. Zurück. Pause. Ausmachen. Ah. Entschuldigung. Habt ihr was vergessen? So. Machen wir das doch nochmal. Ja, sind irgendwie verplatt, ne? Das war lustig. Genau. Animierte Feinde 10 von 10. Die Lager wurden zunehmend brenzliger. Alles Gute kommt von oben, okay. Also lasst es uns gleich nochmal probieren, aber diesmal mit etwas mehr Kick. Okay. Also, ich, wie gesagt, finde, es sieht schon sehr interessant aus. Jetzt kannst du natürlich zwischen den Einzelnen und dann zu sagen, was sie machen sollen. Das ist ja logisch. Missionen mit mehreren Helden, genau. Je nach ausgewählten Helden sind andere Wegpunkte unterschiedlich eingefärbt, okay. Kairos ist gelb, ist ja auch gelb. Und Dings ist blau. Für mehr Erklärungen, Tipps, lies am besten das Handbuch durch. Okay. Wegpunkt Nummer 1. Soll sie nach oben gehen. Wegpunkt Nummer 2. Soll sie nach rechts gehen. Wäre dann fertig. Du sollst da nur aktivieren. Die Frage ist ja, kann man einstellen, wann er das aktivieren soll? Nee, ne? Ja, danach gehen wir wieder zurück nach A. Dann musst du die Beine in die Hand nehmen. Ist einfach so. Er ist ein bisschen doof mit der Steuerung. Weil der kennt jetzt gerade mal nicht die Maus halt, ne? Bisschen nervig. Zack. Fertig. Ändern wir auf das hier. Dann. Achso. Zack. 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 So,
Haben wir da schon mal einen Punkt? Ob das so gut geht, weiß ich nicht. Ich glaube fast nicht. Ist ja schließlich ein Hohlkörper. Mein Gott. Ja, das ist jetzt das, was ich sagte. Zwischendurch kann man einfach nichts mehr anklicken. Das ist ein bisschen doof. Also das verstehe ich auch nicht ganz, muss ich gestehen. Aber gut. Vielleicht ein Lenkrad. Ich habe das Lenkrad angeschlossen. Das kann sein. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Zack. Das ist ein bisschen hoch. Zack. So geht's. Stützen wir dann noch ab. Fertig. Hier noch einmal. Und dann noch einmal. Gut ist. Ja, ob das wirklich nötig ist, weiß ich nicht. Wer weiß, wann das auch alles dann zusammenfällt, wenn hier oben das Ding runterkommt. Müssen wir auch noch konstruieren. Muss ja ein bisschen weiter laufen, ne? Ich würde mal sagen, rein optisch bis hierhin. Zack, 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 zack. Die stützen wir hier unten ab. Und bitte auch einmal hier nach oben. Damit da nichts passiert. Das lassen wir. Zack. Zack. Hier noch einmal abstützen. Fertig. Jetzt haben wir natürlich hier noch einen Punkt. Können wir rein theoretisch einmal hier schön entlang wurschteln, ne? Zack, 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 zack. Sieht ja schon fast aus wie eine Brücke. Zack. Ah, das ist cool. Muss man echt sagen. Ja, ja, so. Weil ich habe Schiss, dass es da halt eben durchbricht. Aber gut, wird schon nicht passieren. So, fertig. Noch irgendwas vergessen? Nee, ne? Er soll wieder zurücklaufen, sie soll zu A laufen. Wenn wir so anwählen können. Achso, jetzt kann ich hier nur. Ja, genau. Sie soll einfach laufen. Okay. Ausprobieren. Auszoomen. Gucken. Gut, da ist schon mal ein Stück von der Brücke abgebrochen. Das ist schon mal sehr gut. Brems. Nicht alle gestorben. Nicht gut. Jetzt aber. So. Sehr schön. Ihr habt vielleicht Nerven, mich über so eine klapprige Schrottbrücke zu schicken. Hast du gehört, Kai, war mindestens 80%. Ja, cool. Also, das kann man auf jeden Fall nebenher spielen, sowas. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt noch viele Videos für mache, bin ich ganz ehrlich. Aber für nebenher geht das auf jeden Fall klar. Muss man echt sagen. Also, es ist echt schön. Und ich denke mal, ich gucke mir auf jeden Fall vielleicht noch die anderen Walking Dead Spiele an. Die sind ja mehr so dieses Klickspiel, ne? Rätsel lösen und so. Gut, vielen Dank auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Und damit schönen Start in die Woche. Ciao.